Ja, herzlich willkommen heute zum Vertriebsmarketing-Spezial. Heute mit dabei Nico. Herzlich willkommen. Wir wollen heute über einige typische Fehler bei Marketingkampagnen sprechen. Heute haben wir 4 Stück vorbereitet. Und ja, ich denke, wir legen einfach mal damit los, oder? Ja, lass uns loslegen. Marketing heutzutage, Fehler Nummer 1, auf der richtigen Plattform online zu sein, ja. Also ganz wichtig, nicht mehr bei Zeitungen oder irgendwas hier, die Allgemeine oder irgendwie offline, sondern heutzutage musst du einfach online präsent sein. Sei es jetzt erstmal, ob es jetzt Facebook ist, ob es LinkedIn ist, ob es egal was ist, online präsent sein. Google, StepStone, irgendwie, dass wenn jemand deine Anzeige vielleicht googelt oder zufällig online ist, dass er dich sieht. Ja, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Das machen wir mit unseren Kunden auch. Sprich, ja, wir setzen entweder Facebook-Kampagnen aus, Google-Kampagnen etc. Schauen immer, wo ist mehr Erfolg drin. Sehen wir, dass es an der einen oder anderen Plattform vielleicht in der Region mehr erfolgreich sein könnte, testen wir natürlich auch andere Plattformen, je nachdem, was wir bis jetzt erfolgreich getestet haben. Gut, als nächsten Punkt wollen wir einmal über das Thema des Eintrageprozesses sprechen. Ja, das heißt, wir sind jetzt bei Kampagnen, musst du dir vorstellen, wo es darum geht, wirklich Kontaktadressen zu generieren. Ja, und ich spreche halt ganz, ganz oft mit unseren Kunden darüber, wie lang soll der Prozess sein, was für Informationen brauche ich unbedingt vom Kunden, was für Informationen brauche ich vielleicht auch nicht. Und eine Falle, in die man ganz, ganz gerne reintappt, ist halt einfach, zu viele Informationen von dem Kunden haben zu möchten. Ja, das ist natürlich auch eine verlockende Vorstellung, logischerweise, ja, einen Online-Prozess zu haben, wo am Ende, ich sag mal, eine Anfrage rausfällt, da ich nur noch ein Angebot hinschicken muss und dann kauft die. Ist aber in der Realität nicht so. Aber wir müssen uns einfach vorstellen, Informationen im Internet kosten Geld. Ja, das heißt, jede Info, die ich mir vom Kunden hole, kostet mich letzten Endes Performance meiner Kampagne. Kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn ich 100 Interessenten habe und ich frage 2 Fragen ab vielleicht, dann werde ich am Ende des Tages 20 Leute übrig haben. Wenn ich 5 Fragen abfrage, bleiben 5 Leute übrig. Ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber letzten Endes ist es so, je mehr Informationen du von einem Interessenten haben möchtest, desto weniger Interessenten werden das am Ende des Tages beantworten. Da geht es nicht darum, ob die Person Interesse hat oder so, sondern einfach nur um reine Statistik und Mathematik letzten Endes. Und darauf müssen wir uns einfach verlassen. Das heißt, am Anfang, gerade wenn man noch nicht so viel mit Kampagnen gemacht hat und ja, vielleicht die ersten Gehversuche bei der Werbung macht, dann sollte man einfach versuchen, das Ganze so einfach wie möglich zu starten, so wenig Fragen wie möglich oder nur das Wichtigste, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, dann damit sozusagen losstarten und nicht zu viel am Anfang wollen, eher das dann am Telefon klären. Genau. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Auswahl des Bildmaterials, der Materialien. Es ist immer wieder ja, zu sehen, dass zehntausende Bewerber oder zehntausende Kunden dasselbe Bild im Internet nutzen. Warum? Es gibt es auf Shutterstock, ja, gratis oder für wenig Geld runterzuladen. Das Problem eins ist natürlich, du siehst mit deiner Werbung aus wie jeder andere, ja, kein Wiedererkennungswert. Du kannst auch meistens mit einem Bild, einem gekauften Bild, dein Produkt oder deine Dienstleistung meistens nicht 1:1 wiedergeben. Das heißt, es ist nicht genau das, was du verkaufst, gerade wenn du im hochpreisigen Segment bist. Ja, zum Beispiel so ein Premium-Terrassendach oder ein Lamellendach hast, ja. Wie willst du das denn auf, sagen wir mal jetzt, Shutterstock oder so finden? Ja, gibt's nicht so in der Art, vor allem nicht in deiner Qualität. Deswegen etwas Geld in die Hand nehmen oder selber mit dem Handy losgehen, vernünftige Fotos machen, ja, von deinen Referenzen, deine Referenzen nach außen präsentieren und ja, einfach zeigen, dass es ja deine Leistung ist, ja. Ich denke, dass die Bilder kann man sehr gut für die Homepage nutzen, kann man für die Anzeigen nutzen, für Google irgendwo, eigentlich überall, ja, auch für eigene Angebote, ja, wenn deine Kunden am Ende deine Referenzen vielleicht sehen wollen, dann kann man denen schön eine Mappe zeigen. Mit einem kleinen Hebel ein paar Handybilder machen, ist das ein sehr, sehr großer Einfluss auf den Erfolg deiner Kampagne. Ja, ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall, die Bilder. Ich habe dazu vielleicht noch eine kleine Anekdote bei uns aus dem, ja, ich sag mal, geschäftlichen Leben, also wirklich praxisnahes Beispiel. Da ging es darum, wir haben einen Kunden, mit dem haben wir Mitarbeiterwerbung gemacht, also ganz normal eigentlich. Und ich habe gefragt, bestimmt schon vor einem halben Jahr, ob wir nicht Teambilder haben können. So, weil Teambilder funktionieren sehr, sehr gut bei Facebook zum Beispiel. Und ja, der Kunde hat immer gesagt, nee, ich kriege die Monteure nicht zusammen, das funktioniert einfach nicht, hat nicht geklappt. So, auf jeden Fall habe ich den Kunden ein halbes Jahr genervt, irgendwann hat es funktioniert. Wir haben das Bild online geschaltet und ich glaube, jetzt nach 2 Wochen Werbezeit generiert das Bild ungefähr 4-mal so viele Klicks wie alle anderen Bilder. Ja. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Quote am Ende des Tages gleich bleibt, weil wir schicken die Anfragen trotzdem in den gleichen Prozess,
Und der Kunde hätte auf mich gehört, vor einem halben Jahr hätten wir in diesem halben Jahr viermal so viele Bewerber gehabt. Also ja, achte da einfach ein bisschen drauf und konzentriere dich drauf, wie Sasa schon gerade sagte. Gut, kommen zum nächsten und letzten Punkt. Und zwar geht es darum, mit der Kampagne überhaupt mal ein Ziel zu verfolgen. Also ich sehe das ganz, ganz oft, gerade wenn Kunden, bevor sie zu uns kommen, das erste Mal selber auch eine Werbekampagne geschaltet haben oder irgendwas gemacht haben im Bereich Werbung. Die Kampagnen haben seltenst ein Ziel. Man muss sich halt wirklich vorher die Frage stellen, was möchte ich mit dieser Werbung erreichen? Möchte ich Neukunden gewinnen? Möchte ich Mitarbeiter gewinnen? Möchte ich bestimmte Mitarbeiter gewinnen? Bestimmte Neukunden? Alles Mögliche. Weil letzten Endes bestimmt das Ziel auch deine Kampagne. Ja, das, was du mit deiner Kampagne machen möchtest, bestimmt den Weg dahin. Und ganz viele nehmen halt einfach mal ein bisschen Geld in die Hand, hauen das auf die Webseite. Ja. Da informieren sich dann die Leute. Da gibt es vielleicht auch ein Kontaktformular, wenn man Glück hat. Aber am Ende des Tages passiert nicht wirklich was, außer dass du halt ein paar mehr Besucher auf der Webseite hast und ja, den Mitarbeiter einfach nicht gefunden hast. Also, bevor du Werbung machst, such dir natürlich im besten Falle Profi, so wie uns, aber mach dir auf jeden Fall klar, jede Kampagne muss ein Ziel haben, das Ziel bestimmt den Weg dahin und Werkzeuge gibt es tausende, also im Bereich der Online-Werbung wahrscheinlich mehr als in jedem anderen, aber du musst erstmal wissen, was möchte ich genau in meiner Kampagne bezwecken und dann kannst du dir auch den Weg dahin sozusagen selber bauen. Gut, das waren so die wichtigsten vier Punkte, wir hoffen, dass wir es mitnehmen können, ansonsten ja, komm gerne auf uns zu, guck dir die weiteren Videos an und viel Spaß noch beim Weiterschauen.